Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX-7. Es ist nicht direkt über den RX-7, es ist besser gesagt über den RX-7 Motor, weil ich habe ja, als ich den RX-7 gekauft habe, einen Motor dazu bekommen. Und da wollte ich heute mal beigehen, den Motor auseinanderzubauen, gucken, wie der von innen aussieht, weil der stand jetzt schon irgendwie 15 bis 20 Jahre oder sowas, weil der Motor stammt aus einem Spenderfahrzeug für den Wagen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das Ganze schon ein bisschen länger steht. Was mir das auch vermuten lässt, ist einmal der Luftfilter hier, beziehungsweise der Luftfilterkasten. Weil, wenn man hier hingeht und das Ganze mal hier rausnimmt, erstens, der ist schon gut dreckig. Und hier oben hast du dann halt auch so ein bisschen Anrostung und sowas. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der schon sehr, sehr lange steht. Hier, Kupplung habe ich auch schon abgemacht. Aber sonst bin ich da jetzt noch nicht groß beigegangen. Und ja, ich bin mal relativ gespannt, wie das Ganze dann von innen aussieht, ob da irgendwas noch wiederverwertbar ist oder ob das einfach nur als Deko irgendwo auf dem Tisch stehen kann. Ich fange jetzt ohne groß zu reden, an. Deswegen, ich werde jetzt das erstmal alles runter machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Motor ist jetzt auseinandergebaut. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen hier auf den Tisch gestellt. Da vorne steht noch die hintere Platte, aber hier habe ich jetzt mal die mittlere Platte hingestellt. Da die beiden Rotorgehäuse, da einmal die beiden Rotoren, hier einmal die Exzenterwelle und hier einmal ein RX-8-Rotor, einfach nur zum Vergleich zwischen den 12A-Rotoren und den 13B-Rotoren. Ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal die Rotoren an. An sich sind die auch alle oder beide relativ gut in Schuss. Wenn man jetzt mal hier so rüber guckt, ist da jetzt nichts, wo irgendwas abgeschabt ist oder sowas oder halt irgendwie Kratzer drauf sind, was ich bei einem RX-8 Rotor hatte. Aber wenn man natürlich jetzt hingehen würde und die Rotoren wieder verbauen möchte, dann würde man halt die Rotorgehäuse, also die erstmal waschen und dann die Rotorlage einmal austauschen. Die haben beide nämlich so ein bisschen da einen weg, da kommt das Kupfer durch und die würde man dann natürlich neu machen. Aber an sich, beide Rotoren sehen wirklich nicht schlecht aus. Was man zu den Rotorgehäusen nicht sagen kann. Das eine sieht noch relativ gut aus. Ich drehe es mal so ein bisschen zum Licht. So, das eine sieht noch relativ gut aus. Hier ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen dreckig, aber das ist auch nur Dreck. Also nicht wundern, nicht, dass irgendwas abgeschabt ist. Das ist jetzt halt alles Dreck. Aber an sich, wenn man die sauber machen würde, wäre das Rotorgehäuse, könnte man höchstwahrscheinlich noch benutzen. Was bei dem anderen nicht der Fall wäre. Weil, wenn man da mal hinguckt, und ich lege das mal so hin, sieht man, dass da unten die ganze Chrombeschichtung und die ganze Beschichtung komplett ab ist. Also hier komplett einmal rum, hier unten auch noch. Und genau der gleiche Fall ist so auch noch. Also das Ding kann man, keine Ahnung, sich irgendwo in den Schrank stellen oder sowas, das Ding ist hin. Ja, die Seitenplatten, das ist jetzt einmal die mittlere Platte, die anderen beiden Platten liegen da hinten, wie gesagt. Die sind auch noch alle relativ gut in Schuss. Natürlich haben die so ein bisschen Abnutzung auf den Rotorseiten bzw. auf den Laufflächen. Aber das ist ja ganz normal, wenn der ein bisschen gebraucht ist oder wenn er halt gefahren ist. Aber die sehen auch noch so aus, als wenn man das wieder aufbereiten könnte. Die Exzenterwelle sieht auch noch an sich ganz gut aus. Da ist nicht irgendwie, dass da, keine Ahnung, irgendwas kaputt gegangen ist. Oder wie beim RX-8, dass da hier irgendwie, keine Ahnung, hier ist gerissen ist, was ich ja beim RX-8 hatte. Und die sehen auch echt, oder das sieht auch noch ganz gut aus. Sprich, könnte man auch noch wieder benutzen. Ja, ich wollte mal ganz kurz zeigen, die beiden Rotoren, wie groß die unterschiedlich sind.
Und das ist einmal der X8-Rotor und das da hinten ist einmal der 12A-Rotor. Wenn man die so nebeneinander stellt, sieht man dann doch schon, halt, dass der 13B-Rotor halt dicker ist. So, kommen wir aber von den Sachen einmal hier vorne zur Frontplatte hin. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Was ganz cool ist, ist, dass das hier auch noch genauso aufgebaut ist wie beim RX-8 und halt bei den anderen RX-7, also bei den Wankelmotoren. Hier hast du im Prinzip genau das gleiche, nur halt alles ein bisschen anders. Das Gewicht hier, das ist ein bisschen anders, das ist halt beim RX-8 ein bisschen anders. Aber ansonsten hast du hier genau die gleichen Bauteile, benutzt das Auto von 1994, 84 oder halt, wann der gebaut wurde, 78 und ein Auto von 2000, bis war noch nie gebaut, 12, glaube ich, benutzt genau das gleiche im Prinzip in der Front, auch schon echt cool. Ja, an sich genau die gleichen Sachen. Hier wird halt einmal das für den Verteiler hier oben, dass ich hier die Spule drehe, damit du hier halt die Zündkerzen hast. Und hier hast du einmal die OMP, also die Oil Metering Pump. Das wird hier einmal gedreht. Dann hast du hier so einen kleinen Stift. Kann man halt sehen. Ja, da hast du so einen kleinen Stift und der geht dann an die Oil Metering Pump. Und das Ganze haut dann halt in die Brennräume das ganze Öl rein. Habe ich die hier noch irgendwo liegen? Das ist sie nicht. Da. Ja, hier haben wir halt einmal die Oil Metering Pump. Hier hast du den kleinen Stift, der sich dreht. Und das befördert dann hier über die Leitung, befördert das dann alles im Brennraum. Echt cool gemacht eigentlich. Ist halt, wird immer noch genauso gebaut. Oder halt jetzt nicht mehr. Aber wurde beim RX-8 genauso gebaut. An sich auch echt interessant, da einfach mal reinzugucken. Ja, das Video war jetzt eigentlich nur so ein bisschen aus Interesse. Ich wollte den RX-7-Motor auseinanderbauen, weil ich hatte den sowieso hier rumstehen. Und da wollte ich mal gucken, ob der noch irgendwie zu gebrauchen ist oder nicht. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal auseinandergebaut. Es werden jetzt wieder Videos über den RX-7 kommen. Ich habe jetzt gerade neue Zündspulen bestellt. Die dürften die nächsten Tage ankommen und dann will ich hoffen, dass der RX-7 auch endlich mal anspringt. Und schweißen werde ich da jetzt auch anfangen und die Frontachse wieder zusammenbauen. Ich habe schon ein paar Sachen getan, wie man da hinten sehen kann. Da habe ich die Lage schon ein bisschen eingepresst und da werden jetzt wieder Videos drüber kommen. Aber ja, ich will hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim irgendeinem Video. Mal gucken. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.